Für alle Käsefans da draußen, wir machen heute was richtig Leckeres, und zwar gebackenen Feta. Das Rezept dazu findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und wir starten jetzt direkt und werden erstmal die Auflaufform etwas ausölen. Und dann geht's auch direkt weiter mit dem Feta. Ich habe den leckeren Feta von Rewe Feine Welt, der ist besonders cremig. Wenn ihr lieber Kuhmilchfeta haben wollt, dann nehmt den von Ja. Der ist genauso lecker, nur nicht ganz so cremig. Als nächstes werden die Tomaten halbiert und weil ich es gerne etwas schärfer mag, gebe ich noch Peperoni dazu. Knoblauch darf natürlich auch nicht fehlen und wenn es nach mir geht, würde ich jetzt eine ganze Knolle dazu tun. Ich denke aber, 2 Zehen reichen auch erstmal. Ich pelle den Knoblauch und drücke ihn mit dem Messer an, so entsteht ein richtig leckeres Aroma. Beim Rosmarin solltet ihr einmal so ein bisschen drauf rumdrücken und dran drehen, dann entfaltet er richtig schön sein Aroma. Das gleiche habt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr euch einen Drink macht und habt etwas Minze, dann auch drückt diese einmal ordentlich an, habt ihr viel mehr Aroma. Ich bin ja ein ziemlicher Salzfan, deshalb gebe ich davon noch ein bisschen was ans Gemüse, aber denkt dran, der Feta hat auch schon ordentlich Salz und Pfeffer darf natürlich auch nicht fehlen. Und jetzt ab damit in den Ofen bei 180 Grad, bis er eine richtig schöne goldgelbe Farbe hat. Wow, wie das duftet, richtig großartig. Ein extrem schnelles und wirklich leckeres Rezept. Lasst einen Daumen hoch da und abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr kein neues Rezept. Viel Spaß beim Nachmachen. Mmh.